Ein Teil der Blair Witch-Manie, die in den Jahren nach der Veröffentlichung des Films um sich griff, war auf sein zweideutiges Ende zurückzuführen. Was hat es zu bedeuten? War das tragische Schicksal, das die drei aufstrebenden Filmemacher ereilte, ein übernatürliches oder war es etwas eher Menschliches? Untersuchen wir die beliebtesten Theorien rund um das abrupte Ende von Blair Witch Project. Die Hintergrundgeschichte zu Blair Witch Project beinhaltet die Beziehung zwischen den fiktiven Filmemachern Heather Donahue, Joshua Leonard und Michael Williams. Joshs Hintergrundgeschichte beinhaltete eine frühere Beziehung mit Heather. Außerdem hatten sie vor Blair Witch schon an einigen Dokumentarfilmen zusammengearbeitet. Umso erschütternder ist es für Heather, als Josh nach einem besonders deprimierenden Tag, an dem die Gruppe stundenlang gewandert ist, nur um am selben Ort anzukommen, aus ihrem Zelt verschwindet. Mikes und Heathers erste Nacht allein wird noch düsterer, als sie Josh in Todesangst schreien hören, ihn aber nicht finden können. Josh! Is it over here? No, it's over here. Produktionsdesigner Ben Rock erklärt, dass Josh entführt wurde, um die Schreie in einem Studio aufzunehmen, die dann für Heather und Michael im Wald abgespielt wurden. Heather wacht auf und findet einen merkwürdigen Haufen Stöcke vor ihrem Zelt. In dem Bündel befand sich ein Stück von Joshs aktuellem Flanellhemd, eine Locke seines Haares und etwas, das Joshs Zähne darstellen sollte. Die, wie Rock bestätigte, tatsächlich menschliche Zähne waren, die Produzent Greg Hale von seinem Zahnarzt bekommen hatte. Das Bündel verbindet die Folterung von Josh auch mit einer anderen Blair Witch-Mythologie, die behauptet, dass im Jahr 1825 ein 10-jähriges Kind gesehen wurde, das in den Tepee East Creek in der Nähe von Burkittsville, Maryland, gezogen wurde. Die Webseite des Films erklärt, dass ihre Leiche nie geborgen wurde und 13 Tage nach dem Ertrinken ist der Bach voller öliger Stockbündel. In der zweiten Nacht nach Joshs Verschwinden erreichen Heather und Mike ein seltsames Haus im Wald. Die Regisseure und Autoren des Films, Daniel Myrick und Eduardo Sanchez, erklären, dass laut der Blair Witch-Überlieferung alle 40 bis 50 Jahre etwas sehr Dramatisches in diesen Wäldern passiert. Die Zeitlinie der Überlieferung beginnt im Jahr 1785, als Ellie Catwood von einer Gruppe von Kindern der Hexerei beschuldigt wird. Catwood wird für schuldig befunden und in die Wälder verbannt, wo sie während eines strengen Winters stirbt. Nach diesem Ereignis ereignen sich seltsame Vorfälle in den Wäldern, darunter auch der moderne Fall der Burkittsville 7. Im Jahr 1940 werden 7 Kinder aus der Stadt Burkittsville, früher bekannt als Blair, als vermisst gemeldet und im Keller des Stadtbewohners Rustin Parr begraben gefunden. Parr wird später für seine Verbrechen hingerichtet, basierend auf der Aussage von Kai Brody, einem Kind, dem die Flucht gelang. Diese Todesfälle werden früh in Blair Witch Project erwähnt, als Heather Einheimische über die Legende befragt. Bei der Beschreibung dieses Teils der Dreharbeiten bestätigte Sanchez, dass das Haus von Parr sein sollte. In den beiden Blair Witch Dokumentationen innerhalb des Filmes gesteht Parr die Morde. Diese Stimme war nach allem, was man hörte, die Hexe von Blair. Während der Aufzeichnung stürmt Mike in das Haus von Parr, ruft Josh zu und fordert Heather auf, ihm zu folgen. Wir sehen, wie Mikes und Heathers Blicke über das Haus schweifen, das umso unheimlicher wird, als sie auf seltsame Symbole stoßen, die an die Wände geschrieben sind. Die Symbole stammen aus einem Alphabet, das als Transitus Fluvii bekannt ist, aus einem Buch der okkulten Philosophie stammt, das angeblich von, ihr ahnt es, Hexen praktiziert wird. Ben Rock bestätigte, dass das Kreativteam von Blair Witch Project dieses Alphabet für die Dekoration des Hauses von Parr verwendet hat. Darüber hinaus tauchen die Buchstaben in dem fiktiven Sci-Fi-Special Curse of the Blair Witch, das zur Promotion der Veröffentlichung von Blair Witch Project ausgestrahlt wurde, während der Geschichte von Coffin Rock auf. Die Mythologie erklärt, dass Coffin Rock der Ort ist, an dem ein Suchtrupp, der 1886 nach einem vermissten Mädchen ausgesandt wurde, brutal getötet wurde. So der Filmarchivar Chris Carrasco in Curse of the Blair Witch. Die seltsamen Symbole sind nicht das einzige gruselige Bild, das Parrs Haus ziert. Heather und Mikes Kameras enthüllen Dutzende von Kinderhandabdrücken, die überall an den maroden Wänden zu sehen sind. Diese wurden offensichtlich von Parrs Opfern zurückgelassen, die allesamt Kinder waren. Rock sagte, Dan hatte die Idee für die Handabdrücke der Kinder, als er einmal in das dreckige Haus von jemandem gegangen war und dessen Hunde eine riesige schwarze Schmiererei in Hundehöhe im ganzen Haus hinterlassen hatten. Für den eigentlichen Film wurden die Handabdrücke mit schwarzer Farbe auf die Hände der jungen Neffen von Art Director Ricardo Moreno aufgebracht. Es ist einer der denkwürdigsten Momente aus Blair Witch Project, zusammen mit Heathers Geständnis vor der Kamera. Nachdem sie die Treppe hinuntergerannt ist, schwenkt die Kamera auf Mike, der mit dem Rücken zu ihr in der Kellerecke steht. Trotz ihrer entsetzlichen Schreie bewegt er sich nicht. Diese letzte Einstellung des Films ließ das Publikum mit einem Kopfschütteln zurück und ließ Artisan Entertainment, die Firma, die Blair Witch Project nur wenige Stunden nach der Premiere für 1,1 Millionen Dollar auf dem Sundance Film Festival gekauft hatte, befürchten, dass das Ende zu verwirrend war. Myrick erzählte später Entertainment Weekly, als wir den Film vorführten, waren die Zuschauer äußerst
erst verwirrt. Auf die Frage, ob sie Angst hatten, gingen jedoch 19 von 20 Händen hoch. Ursprünglich gab es keine Erklärung dafür, warum Mike in der Ecke erstarrt ist. Auf Druck von Artisan führte das Team einige Reshoots in Maryland durch und fügte Interviews hinzu, in denen Stadtbewohner über Rustin Parr und das Verschwinden der ursprünglichen Burkittsville 7 sprechen. Die Interviews spielten auf die Idee an, dass Parr die Kinder dazu brachte, mit dem Gesicht zur Wand zu stehen, um nicht Zeuge der Schrecken zu werden, die ihren Leidensgenossen zugefügt wurden. Was ist also am Ende wirklich passiert? Es gibt keine endgültige Antwort, was von den Filmemachern auch so beabsichtigt war. Regisseur Eduardo Sanchez sagte, es gibt keine Erklärung für das, was in diesen Wäldern passiert. Das sollte man nie erfahren. Eine Theorie besagt, dass die Filmemacher tatsächlich Opfer der Einwohner von Burkittsville sind. Nach zwei Nächten in den Wäldern sprechen Heather und Josh über die unerklärlichen Geräusche, die sie nachts hören. Nobody knows we're out here. Yeah, but you ever see Deliverance? Eine Anspielung auf den Film Beim Sterben ist jeder der Erste von 1972, in dem eine Gruppe von Männern in den Wäldern von geistesgestörten Einheimischen gejagt wird. In einer gelöschten Szene, die auf der Blair Witch DVD enthalten ist, schlägt Josh vor, dass die Einheimischen, denen sie während der Dreharbeiten in der Stadt begegnet sind, ein Spiel daraus machen, das Team zu verfolgen und dass dies die Ursache für die seltsamen Vorfälle ist. Fans dieser Theorie vermuten, dass Mike am Ende in der Ecke steht, weil er von einer unsichtbaren Person mit einer Waffe bedroht wird, während Heather daraufhin K.O. geschlagen wird. Andere sagen, dass Mary Brown, die seltsame Frau, die zu Beginn des Films interviewt wird, eine dieser Personen ist, da das Holztor zu ihrem Wohnmobil sowohl den Symbolen als auch dem Haufen von Josh Zähnen ähnlich sieht. Eine weitere beliebte Fantheorie ist, dass Josh entweder seinen Verstand verloren und Mike und Heather getötet hat, oder dass Mike und Josh sich verschworen haben, Heather gemeinsam zu töten. Auch die Anzahl der Leute, die den Dokumentarfilm drehen, scheint verdächtig klein zu sein. Die meisten Kameraleute benutzen Assistenten, da das Nachfüllen einer 16mm Kamera ein komplizierter Vorgang ist und für Amateure, die nachts im Wald drehen, eine Herausforderung wäre. Ganz zu schweige davon, wie schwer die ganze Ausrüstung sein müsste. Sind Josh und Mike absichtlich alleine mit Heather in den Wald gegangen, weil sie finstere Motive hatten? Heathers Tagebuch, das ein Jahr nach dem Verschwinden der Filmemacher von einer Archäologieklasse unter einer 100 Jahre alten Hütte gefunden wurde, enthält einige interessante Notizen über das Verhalten der Crew. Das Tagebuch beschreibt den Verdacht, dass Mike und Josh nicht geschlafen haben. Bei der Beschreibung, wie sie mit den Schauspielern kommuniziert hatten, um direkten Kontakt zu vermeiden, erklärte das Kreativteam, dass eine ihrer Notizen lautete, Josh verliert langsam den Verstand. Mike gibt auch zu, dass er die Karte des Teams weggeworfen hat, was nur ein möglicher Sabotageakt sein kann. Eine gelöschte Szene enthüllt, dass Josh die Karte tatsächlich zerknüllt und auf den Boden geworfen hat, bevor Mike sie vernichtete, was bedeutet, dass beide Männer Heather angelogen haben, dass sie nicht wüssten, wo die Karte ist. In Curse of the Blair Witch wird erklärt, dass Rustin Parrs Haus nach seiner Verhaftung von den Stadtbewohnern niedergebrannt wurde. Wie konnten Mike und Heather also in einem Haus herumlaufen, das in den 1940er Jahren bis auf die Grundmauer niedergebrannt worden war? Wie kommt es, dass die Filmemacher stundenlang von einem Fluss nach Süden laufen, nur um am Ende am selben Ort auszukommen? In Heathers Tagebuch steht Folgendes. Ich hatte den ganzen Tag den Kompass in der Hand. Wir alle drei haben ihn alle 5 Minuten überprüft. Wir waren den ganzen Tag in Richtung Süd unterwegs. Hinzu kommt die seltsame Tatsache, dass die Ausrüstung und das Filmmaterial in den Fundamenten eines abgebrannten Hauses aus der Kolonialzeit gefunden wurden. David Mercer, der Archäologieprofessor, der seine Klasse zum Fundort führte, erklärt, dass selbst ein forensischer Experte diese Gegenstände nicht hätte platzieren können, ohne Spuren zu hinterlassen. Die Zeitverschiebungstheorie besagt, dass Heather, Mike und Josh in einen Bereich des Waldes gewandert sind, in dem die Zeit verändert ist, was dazu führt, dass sie im Kreis wandern und in eine Zeit gelangen, in der Parrs Haus noch steht. Und dass es Parr war, der Heather dort getötet hat, während er Mike befahl, in der Ecke zu stehen. Diese Theorie ist mit dem Blair Witch-Film von 2016 verbunden, der nicht von den ursprünglichen Filmemachern gemacht wurde, aber ein Konzept hat, das vom Blair Witch-Kanon unterstützt wird. Im ursprünglichen Werbevideo für den Film aus dem Jahr 1999, das in der Sendung Splitscreen gezeigt wurde, erklärt die Erzählung Folgendes. Teile der Gegend um die Black Hills sind verloren in der Zeit. Wenn man einmal hingegangen ist, gibt es keinen Weg hinaus. Von allen Enden, die von Fans im Laufe der Jahre vorgeschlagen wurden, ist die Interpretation mit den meisten Beweisen, dass die Blair Witch oder ein mit ihr verbundener Geist die Filmemacher besessen hat. Dieser führte sie in die Irre und brachte sie gegeneinander auf oder setzte unsichtbare Mächte ein, um sie zu vernichten. Der Produzent Greg Hale erklärt, Catwood war eigentlich keine Hexe, hat aber ein paar Dinge getan, die den Verdacht auf sie lenkten. Er erzählte Screen Rant, dass Catwood der Hexerei beschuldigt wurde und nachdem sie in den Wäldern verbrannt wurde, Zitat, wurde sie irgendwie zur Leitfigur für diese Sache. So wie es Rustin Parr in den 40er Jahren war. Sanchez bezieht sich oft auf diese Macht als die Entität, die möglicherweise der menschlichen Geschichte vorausgeht und erklärt, die Verantwortung für die Auslösung des Bösen lastet aber letztendlich auf den Schultern der Menschen. Auch der Film selbst schildert einige mögliche übernatürliche Ereignisse. Mike schreit laut, als er in den letzten Minuten des Films durch das Haus von Parr rennt, als plötzlich seine Stimme abbricht. Das lässt uns mit dem Wissen zurück, dass was auch immer Mike und Heather in das Haus gelockt hat, in der Lage war, Mike lautlos zu kontrollieren.
Hale deutet an, dass die Entität nicht nur Catwalt benutzt, um ihre bösen Taten auszuführen, denn es sucht einfach nach einem Weg, Menschen zu beeinflussen und Dinge zu tun. In einem Interview erzählt ein Bewohner, was Rustin Parr mit seinen Opfern gemacht hat. He took the kids down in the basement by twos and he made one face into the corner. Really? And then he would kill the other one. Gerade wenn man denkt, dass man Blair Witch Project durchschaut hat, wird man wieder eines Besseren belehrt. Bei all dem Gerede über ein Wesen, das von Ellie Catwalt, Rustin Parr oder einer anderen Figur Besitz ergreift, die für die Folterung der verschwundenen Filmemacher verantwortlich sein könnten, bleibt die ursprüngliche Burkittsville 7 unerwähnt. Rock gab Dread Central vor ein paar Jahren einen Insider-Tipp. Während des gesamten Prozesses wurde viel über das Ende des Films diskutiert, wobei das endgültige Kompromisskonzept darin bestand, dass die Kinder, die Rustin Parr getötet hatte, das getan haben. Nachdem Heathers Kamera ausgefallen war, sollten wir, die sich außerhalb des Hauses befanden, reingehen und vorsichtig herumlaufen, als wären wir Kinder, die befreit worden waren. Und als wir das taten, machte Heather diesen letzten Schrei, den man im Film hört. Diese gutturale Manifestation. Woraufhin wir alle in die Mitte des Hauses rannten und auf dem Holzboden herumliefen wie Idioten. Gebt uns noch so viele Theorien über Besessenheit. Bei gruseligen Kindergeistern ist Schluss. Zu unserem eigenen Wohl. Diese Schlussfolgerung passt euch nicht? Vor einigen Jahren bestätigten Sanchez und Myrick, dass sie, als Artisan sie unter Druck setzte, das Ende des Films zu ändern, um es eindeutiger zu machen, schließlich 4 alternative Versionen gedreht haben, die nie verwendet wurden. Diese sehr unsubtilen alternativen Enden reichen davon, dass Mike von Strichmännchenfiguren umgeben ist, bis hin zu, dass er gehängt oder gekreuzigt wird. Diese Versionen sind allgemein sehr unbeliebt. Daher ist es gut, dass Artisan beschlossen hat, dem Instinkt der Filmemacher zu vertrauen. Myrick sagte, was uns Angst macht, ist etwas, das aus dem Rahmen fällt, unerklärlich ist. Das erste Ende hat das Publikum aus dem Gleichgewicht gebracht. Es hat unsere Konventionen der realen Welt infrage gestellt. Und das ist es, was es so unheimlich gemacht hat. Hier geht es zu einem unserer neuesten Videos. Außerdem kommen bald noch mehr Looper-Videos über eure Lieblingshorrorfilme. Abonniert unseren YouTube-Kanal und aktiviert die Glocke, um kein einziges Video zu verpassen.